Lisa und ich arbeite im Revier für Hunde als Mensch-Hund-Coach. Bin jetzt in etwa über ein Jahr dort. Ja, ich bin hier heute mit der Jenny. Wir sind im Wald, Hi. In der Nähe vom Revier unterwegs. Hi Jenny. Grüß dich. Du bist ja auch schon seit, ich glaube, 8 Jahren jetzt im Revier. Richtig, ich bin auch jetzt schon seit 8 Jahren Mensch-Hund-Coach im Revier für Hunde, habe auch die Hundetagesstätte geleitet und freue mich jetzt, tatkräftige Unterstützung zu haben. Heute geht es um das Thema Rückruf und da möchten wir euch 3 Tipps mit auf den Weg geben. Und dafür hat die Lisa die Cookie mit dabei. Ja, genau. Die kleine Maus ist ja noch am Lernen und wundert euch nicht, sie hat eine kleine Stelle auf der Nase, ist aber nichts Schlimmes. Und ja, wir freuen uns schon, dass wir jetzt hier mit euch den Rückruf üben können. So, kommen wir zum ersten Tipp. Da geht es um eure körperliche Ausstrahlung. Das heißt, wenn ich meinen Hund rufe, wie wirke ich dann überhaupt auf den Hund? Ja, wirklich eher stehe ich hier so und sage beiläufig, Cookie, komm. Oder sage ich, Cookie, komm. Ja, dass es wirklich was Schönes ist, auch zum Menschen zu kommen. Ja, einladende Körperhaltung, offen, präsent und den Hund wirklich zu sich einladen, das ist was Schönes. Das ist ganz wichtig und das zeige ich euch jetzt mal. Cookie, na komm. Ja, meine Maus. Super, Schatz. Ja, also ich bin in meiner Körperhaltung wirklich offen, präsent und auch herzlich, dass ich wirklich sage, das ist schön, wenn du bei mir bist und auch zu mir zu kommen. Das ist keine Strafe. Ne? Oft ist es ja so, man ruft den Hund aus irgendeiner Situation raus, wo er gerade Spaß hatte und dann ist es doof, wieder bei Menschen zu sein, dann wieder an die Leine zu kommen. Nee, es ist schön, dass wir zusammen sind und dass sie dann eben auch gerne zu mir kommt. Das ist wichtig. Ne? Also achtet immer auf eure Körperhaltung. Offen, lächeln, auch die Stimmlage, ne? Dass man nicht so unbeteiligt so, hallo, ja, kommst du mal? Nee, schön, komm doch gerne zu mir. Hier kommt der 2. Tipp für euch. Hier geht es jetzt um den Aufbau eines Rückrufs. Heißt, dass euer Hund erstmal lernen darf, was soll er denn überhaupt tun? Ne, oftmals machen wir das auch mit dem Namen, aber der Name heißt eigentlich nur Aufmerksamkeit. Das heißt, wir würden euch empfehlen, noch ein Wort dazu zu nehmen, ob das jetzt ein Komm, ein Hier, ein Bananenkuchen ist, spielt im Endeffekt keine Rolle. Und wie könnt ihr das eurem Hund beibringen? Indem ihr ihn ruft. Am besten habt ihr den Hund dabei an der Leine, damit ihr so wenig Negativverknüpfungen wie möglich habt. Heißt, am besten geht ihr, wie Lisa das schon gezeigt hat, runter auf Ebene des Hundes. Ihr ruft ihn und wenn er kommt, lobt ihr den Hund. Cookie, komm. Cookie, komm. Super. Das Loben kann man machen mit einem Lobwort. Das kann man machen, wenn der Hund darauf steht, in Körperlichkeiten. Ihr könnt dazu aber auch mal ein Leckerchen nehmen. Also man darf in diesem Fall auch ruhig mal mit einem Leckerchen arbeiten. Übergangsweise. Langfristig ist es schön, wenn ihr ohne Hilfsmittel auskommt und nur mit dem arbeitet, was ihr dabei habt. Stimme und Körpersprache. Also wenn ihr den Hund ruft, Cookie, komm, und sie kommt nicht, klar, weil sie kennt das ja noch gar nicht, dann holt sie einfach mit der Leine zu euch ran und bestätigt sie nochmal, damit sie das positiv verknüpfen kann. So, ich lasse sie noch mal ein bisschen laufen. Cookie, komm. Ich warte einen Moment, sie kommt nicht, ich hole sie ran. Super. Und bestätige es positiv. Und so baut ihr das Stück für Stück auf, dass euer Hund lernt, was heißt denn komm überhaupt. Erstmal an der kurzen Leine, später an der Schleppleine und die Königsdisziplin ist dann natürlich im Freilauf. Viel Spaß dabei. Hier noch ein paar Tipps, wenn ihr den Rückruf aufbaut. Übt es immer wieder, macht kleine Wiederholungen, nicht zu lange am Stück. Fangt auch erstmal reizarm an, vielleicht im Wohnzimmer oder im Garten und geht dann draußen auf dem Spaziergang und übt es dort. Steigert das Stück für Stück, damit euer Hund sich auch auf euch konzentrieren kann. Wenn ihr euren Hund ruft, ich erlebe das immer wieder beim Spazierengehen, dann werden die Hunde oftmals auch zugetextet. Milo, komm mal schnell her. Kommst du her? Ich habe dir doch eben gesagt, du sollst jetzt mal kommen. Komm, mach mal schön Sitz. Hierhin. Das ist zu viel. Viel zu viel. Das können unsere Hunde gar nicht verarbeiten. Wo sollen sie aus diesem Wortschwall heraushören, was sie denn jetzt tun sollen? Lieber kleine Signale nehmen, ob das ein kleines Komm her ist oder ob ihr noch kleinere Signale nehmt, wie wir das gerne machen, mit einem. Das kommt bei den Hunden oftmals viel, viel besser an, weil sie es auch nicht aus irgendwelchen vielen tausend Worten raussortieren müssen. Weniger ist mehr, auch
beim Rückruf. Jetzt zum dritten und letzten Tipp für euch. Wenn ihr spazieren geht, sprecht die Hunde nicht so oft an oder ruft sie, ohne dass dann irgendwas passiert. Also ich würde jetzt zum Beispiel die Cookie rufen, sie kommt nicht und dann lassen wir es einfach so. Ja? Also es sollte schon immer so sein, dass ihr den Hund ruft. Es hat dann auch wirklich eine Bedeutung und es verläuft nicht einfach so im Sand. Ja? Wenn der Hund nicht kommt, ihr sprecht ihn an, dann dürft ihr ihn auch entweder einsammeln oder wenn der Hund das Kommando tatsächlich auch irgendwann verstanden hat und verknüpft hat, okay, wenn es heißt Cookie, komm, ich soll kommen, ich komme, sie kommt sie dann nicht, dann dürft ihr dem Hund auch mitteilen, dass das nicht in Ordnung ist. Ne? Aber grundsätzlich überlegt euch immer vorher, soll der Hund jetzt gerade wirklich zu mir kommen, möchte ich das? Dann zieht das auch durch, ja, und lasst es eben nicht einfach so stehen, weil dann lernt der Hund, okay, ich werde gerufen, aber eigentlich muss ich gar nicht wirklich kommen, weil mein Mensch dann ja auch gar nichts mehr macht und dann kann ich auch einfach weiter mein Ding machen. Nee, geht hin, ruft den Hund nur, wenn es auch wirklich gerade so ist, dass ihr das möchtet und zieht es dann auch durch. Ihr könnt das auch so machen, dass wenn ihr unterwegs seid, dass ihr auch einfach mal so zwischendurch, ne, nicht immer nur dann rufen, wenn jetzt irgendwie ein Hund kommt oder wenn irgendeine besondere Situation aufkommt, rufen, sondern tatsächlich rufen, wenn auch einfach mal nichts ist. Ja, dass ihr das dann auch durchzieht, auch wenn jetzt gerade keine akute Situation ist, aber einfach auch mal zwischendurch, dass ihr einfach auch so ein bisschen das Thema so ein bisschen stärkt, den Rückruf stärkt und auch die Bindung zu eurem Hund. Achtet mal darauf, dass ihr den Hund nicht einfach so ruft, ohne wirklich Bedeutung zu haben, ohne dass er wirklich kommen muss. Ja, man macht das häufig, dass man einfach sagt, Cookie, komm, der Hund kommt dann nicht und dann lässt man das so stehen. Sondern seid euch auch immer klar darüber, was möchte ich denn jetzt gerade von meinem Hund? Ne, erwarte ich auch, dass er wirklich kommt, dann lasst ihn dann auch wirklich zu euch kommen und lasst es nicht einfach im Sand verlaufen. Seid ihr also konsequent mit eurem Verhalten und zieht das dann auch wirklich durch, wenn der Hund kommen soll, dann weiß der Hund auch, woran er ist. Dann weiß er auch, dass wenn er gerufen wird, er auch wirklich kommen soll. Ne, sonst ist das so eine Unzuverlässigkeit, aber die kommt eben von uns aus. Guckt dann immer genau, möchte ich das gerade wirklich? Hat das einen Wert, dass er jetzt kommt? Entweder, dass wir in soziale Aktionen kommen, dass wir zusammen sind, dass man noch so ein bisschen das Teamgefühl stärkt. Oder hat es jetzt gerade die Bedeutung, okay, da kommt irgendwas und er muss auch wirklich zu mir kommen. Das hat auch was mit Sicherheit zu tun. Ein zuverlässiger Rückruf sorgt eben auch dafür, dass der Hund nicht in irgendwelche Gefahren reinläuft. In unserer menschengeschaffenen Welt, sage ich mal, wo Autos und Straßen und Bahnen an der Tagesordnung liegen, ist es eben super, super wichtig, dass der Hund auch zuverlässig kommt. Und er kann nur zuverlässig kommen, wenn wir auch zuverlässig sind in dem, was wir vom Hund möchten. So, ihr Lieben, das waren unsere drei Tipps für den guten Rückruf. Die Lisa hat ja die Cookie dabei. Wir werden fleißig weiter üben. Wir hoffen, ihr auch. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Erfolg bei eurem Rückruftraining. Und denkt immer dran, gute Laune, positive Energie, weil zurückkommen zu euch ist immer etwas Schönes. Ja, und abonniert doch den Kanal, könnt ihr hier unten klicken und bleibt bei uns. Danke euch. Ciao.